Es gab, Freunde, gestern war ein Tag Pause im Hauptturnier der Weltmeisterschaft. Gespielt haben dafür die 14 Nationalmannschaften. Jedes Team besteht aus 12 Spielern. Also, nur mal aufgemerkt, einer mehr als beim Fußball. Habe ich schon immer gesagt, vergesst Fußball, Skat ist einfach eine Nummer besser, immer ein geiler. Und das Ganze den ganzen Tag über 4 Serien, also 48 Serien pro Team, wurden abgeliefert und am Ende den ersten Weltmeistertitel geholt haben. Nicht ganz überraschend, wenn man sich die Startaufstellung angeschaut hat. Die Niederlande, die hatten sich sehr gut verstärkt, ganz knapp allerdings verfolgt von Österreich, die man vielleicht auch nicht so auf dem Schirm hatte. Die Belgier, ein routiniertes Team auf Platz 3 und die Top-Mannschaft Deutschland für ihre Verhältnisse sicher auf einem enttäuschenden 4. Platz. Meine neuen Wikinger-Freunde aus dem Norden und ich, wir haben uns ganz gut aneinander gewöhnt. Wir sind galoppiert und haben ein unglaubliches Pensum abgerissen. Allerdings, und das kommt ja mal vor, zweimal sind wir auch in die falsche Richtung gelaufen. Zwei Minusserien schlugen zu Buche und die konnten wir nicht kompensieren. Dafür steht am Ende ein 5. Platz, der ein ganz gutes Ergebnis für dieses Team ist. Und immerhin haben wir damit starke Skatnationen wie die Polen, wie die Kanadier, wie die USA und Frankreich hinter uns gelassen. Also ein respektabler Einstand. Heute folgen Serie 7 bis 9 der Einzelmeisterschaft. Da werden sicher erste Weichenstellungen schon vorgenommen. Das Feld sortiert sich langsam, aber sicher. Es gilt einfach dran zu bleiben, nicht zu sehr abreißen zu lassen, eine saubere Karte zu spielen und ein bisschen Glück gehört natürlich auch dazu. Der Riecher, das Fingerspitzengefühl im richtigen Moment muss es dann auch einfach mal auf 61 reichen. Ergebnislink habt ihr unten, bleibt dran, ich melde mich.